Ach, Timo, ich hasse dich jetzt schon. Timo, weiß ich diesen, Alter. Die war doch gar nichts. Ja, ich weiß ganz genau, was du machst. Ja, was war ich denn? Du weißt ganz genau, was du Ja, machst. was mache ich denn? Ich mache gar nichts, sag ich doch. Also, prinzipiell machst du echt gerade gar Ja, nichts, siehst du. aber. Das heißt, ich hab dich. Ja, genau. Genau. Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Minute im Battle, ey. Du hast gerade voll bei mir geblickt. Willkommen! Genau Willkommen das. zu einem neuen Metronom, bitte! Na Leute, was geht? Willkommen Das zu einem A war nicht neuen. synchron. Ja, weißt du, das Lustige ist, Present, ich muss jetzt mal ehrlich hier zu dir sein, okay? Okay, jetzt hau raus. Okay, pass auf. Wir sind richtig häufig nicht synchron und ich bearbeite das meistens so, dass wir Als synchron ob. sind. Aber die Sache ist, bei mir bist du oft synchron Ja, eigentlich. weil ich das einschätzen kann, weil ich krass bin, aber du bist noch nicht so krass wie ich. Hä? Nein, eigentlich achte ich immer genau Ja, drauf, komm. wenn du ey sagst und dann mache ich das synchron zu dir. Naja, komm. Aber diesmal hast du ein bisschen zu lange gewartet. Nee, weil No, ich muss das immer anpassen, Present. no. Ich muss auf dich anpassen, du Trottel. Du bist doch nicht so cool wie ich, Naja, Mann. ich meine anpassen im Sinne von, ich schneide es in Premiere, sodass wir synchron Ja. Das brauche ich gar nicht. Ich bin gut genug, Alter, um das auf dich anzupassen. Ja, In der komm. Aufnahme. Ja, komm. Und dann Ja, wir kommen komm. zu einem Nein, 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 Bett. Bett. Ey! Ich hasse dich! Okay, also Extra eine Leute, Sekunde heute gewartet, Alter. geht's um Giratina, wie man unschwer erkennen kann. Giratina gegen Giratina. Welche Form findet ihr cooler? Die normale oder die. Heißt die eigentlich Urzeitform? Ich glaube schon, oder? Urform, glaube ich. Urform. Ja. Okay, oder die Urform? Schreibt's einfach. Verstehst du? U-Form, weil es sieht aus wie ein U. Oder die Urform, schreibt's in die Kommentare. Haha, XD, Timo, so witzig. Leute, dafür gibt's doch einen Daumen nach oben, weil Timo super witzig ist. Ja, Hallo, hoffentlich. Leute. Ja, auf jeden Fall. Die Ja, dann würde ich Urform. ein Like da lassen. Ja, auf jeden Fall. Die Urform ist halt echt sweet, muss man sagen. Im Vergleich Echt, zur Digga. Originalform. Die hat halt Beine, aber schweben, Leute. Schweben ist schon cool. Gen Deswegen, 4, Urform. more like. More like edgy und so. Vor allem edgy und so. Das passt voll gut, Mann. Aber eigentlich heißen die so edgy. Ah, Ich weiß, aber. ich hab die falsch herum Du reingeschickt. Doofkopf, Ah, Alter. nee, ist schon Richtig richtig. hier. Edgy so ist schon richtig. Ja? Ja, ist schon Okay. richtig. Ah, ist richtig. Ich liebe Shiny Giratina. Zählt safe zu meinen Top 3 Lieblings-Shinies. Hat auch eine wunderschöne Shiny-Farbe. Einfach dieses Blau Das ist halt passt negativ, so ne? gut. Inwiefern? Negativ-Effekt. Das sind die Ein. Farben vom Ah, das meinst du? Negativ. Okay. Das ist mit Absicht so. Es sieht halt auch wirklich. Also, es sieht halt wirklich, wirklich gut aus. Das gefällt mir sehr. Und Ich Alter, sehe die wirklich Rellen gut sind. aus. Ich sehe Sind gut wir aus. alle. Haben wir alle die gleichen Werte? Ich Ich weiß, glaub dass der schon, oder? Platinum Orb, glaube ich, jemanden verstärkt, aber bin ich jetzt verstärkt? Aber ich trage den ja nicht, weißt du? Z Steinkante, oh. Ich hab keine Ahnung. Alter, das Das wird Schaden können ein machen. bisschen Damage machen. Oh, ein bisschen was. Sache ist ja, dass die Urform nicht so bulky ist, aber die Wandelform bulky ist. Dafür ist deine Form Ah, stärker. okay. Deswegen macht es auch gar nicht so viel, weil du nicht stark bist. Der aber dann gleicht es ja Richtig. wieder aus. Ja, das gleicht sich ja wieder aus. Aber wir sind beide gleich schnell. Ich habe gerade nachgeschaut. Verdammt, als ob! Als ob der da ist, einfach komm, bitte. Das ist so richtig doof, Mann. Und jetzt trifft bitte den, der Nee, Phantomdrop bitte nicht, eingesetzt hat. Alter. Schleuder. Schleuder. Ja! Erstmal. Ja! Oh nee, jetzt kann ich mit Item drauf geschleudert. Das Das ist wäre eine voll cool Unlichtattacke gewesen. gewesen, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, Ja. das ist Wer es. ist? Ja, Schleuder ist noch nicht Attacke. Mann, Und jetzt Z Spukball. Doofkopf. Alter, nee. Edgy, mach mal bitte keine Z gute. Alter, Durchbruch. Z-Durchbruch, Leute, da sehe ich Wow. mich. Leckere Kampfattacke auf dem Alter, so Geist-Pokémon. wasted. Ah, Leute, Gen 4 more like. Genau das. Oh, Alter, Phantomkraft, Alter, das Phantomkraft sind ist so. Aber ich so hätte gerne als letztes doof. angegriffen. Boah, fast Hälfte. Ich hätte gerne als letztes angegriffen, weil, Jetzt kann ich dich angreifen. genau, jetzt kannst du mich angreifen. Das ist gar nicht so cool. Das ist schon ziemlich cool. Alter, Doppel-Leute, Doppel-Leute. Doppel-Leute. Alter, Doppelteam. Das ist echt cool, finde ich tatsächlich sogar. Ich hab fast einen schlechten, hätte fast einen schlechten Witz gemacht, aber ich lasse es lieber. Ja. Weil Timo einfach wieder eine halbe Minute leise Alter, ist und dann das Nebenfeld. als Joke verkauft, dass er eine halbe Minute leise Ja, aber war. du lachst immer und du sagst, Timo, war doch jetzt nicht gießen. Timo, ist doch nicht gießen, Guck mal, jetzt sind die Drachenattacken abgeschwächt. Alter, das ist schon ein bisschen Weil jetzt crazy. gehst du nämlich für Kreuzdonner. Ja, das ist eine gute Kann Drachenattacke. Kreuzdonner, nee, Kreuzdonner kann nicht paaren.
Weil das wäre nämlich auch gut gewesen, weil dann hätte es mich nämlich nicht paaren können. Das war einfach gar nichts. Hä, hey, du hast doch Schwebe. Deswegen affektiert dich Nebelfeld in diesem Sinne stimmt, ja. Gar nicht. Ja, komm. Oh, da würde ich sagen, auch ein bisschen. Haben beide Giratina Schwebe? Ja, ne? Nein, nein. Echt nicht? Was hat deins? Die Urform hat Schwebe. Aber du und hast ja Zwinger, oder? Oder Telepathie. Ich weiß gar nicht, was ich drauf hatte. Bitte sag mir, dass ein Telepathie drauf. Oh, lol, nice! Du hast Sprungkick eingesetzt. Och, Mann. Das haben wir noch nie gesehen, dass Sprungkick oder Turnkick daneben gegangen ist, ne? Nee, stimmt eigentlich. Typenspiegel. Ja, jetzt glaube ich mir erstmal deinen Typen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein guter Typ. Den kannst du dir gerne haben. Den kannst du dir gerne holen. Ja, Geistdrache. Ja, nice. Das ist auf jeden Fall eine krasse Typenkombination. Also die würde ich auch echt gerne haben. War ich auch? Nein. Ja, war ja, Leute. Weißt du, zuerst die Phantomkraft, dann der Doppelteam. Und ich wusste einfach, als der Doppelteam schon kam, ja, der heilt sich gleich wieder komplett voll. Und das war eigentlich scheißegal, was passiert ist. Ich wusste es einfach. Das ist so lecker, Leute. Also so ein Weichei. Das ist echt. Oh. Ist so ein Ei. Alter. Das ist not bad. Ja, weil du hast kein Schwebe. Jetzt hätte ich gerne Schwebe gehabt. Ja. Das wäre schon sweet gewesen. Das finde ich jetzt eigentlich ganz cool, wenn ich ehrlich bin. Ja, so 12,5% will ich gar nicht fressen. Aber okay. Morlag, jetzt hau einfach mal raus. Ja, los, die Geisterkacke. Let's go. Eisenschild. Oh, da ist ein Flinch. Ein Flintenschild-Mörder. Ja, du bist ein Hühnchen-Eier. Alter. Macht euch daher doch jetzt nicht sowas. Gegenschlag. Alle gegenschlagen. Das ist auch nice. Kampfattacke. Wie viele Kampfattacken hatten wir heute? Drei, oder? Ja, und eine davon war sogar eine Z-Attacke. Ich weiß, Mann. Richtig traurig. Das war ziemlich Wunderraum. Lecker. Eine Wunderraum, das heißt, man kann keine Items mehr einsetzen, oder? Ich glaube. Oh, ich glaube. Nee, ach, nee, Verteidigung. Okay, ich glaube, die haben Moment. Alle dieselben. Ja, Werte, ich würde sagen, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ja, wir haben allgemein. Super, oh, Drachen. Oh, okay, mein ich dachte gerade. Eine Drachenattacke. Ja, ich dachte auch gerade. Okay. Und dann ist Drachenmut und dann so, oh. 50, das Problem ist, Giratina hat halt auch noch 500 KP. Ja, der das macht einfach gar nichts. Einfach 0,2 hat das gemacht. Es gäbe ein paar Pokémon, bei denen wäre Drachenmut gar nicht. Oh, Leck. Heißt eigentlich Lark oder Leck? Ich glaube, das frage ich immer, ne? Ich habe auch keine Ahnung. Ich sag Lark. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Es ist halt, ich weiß nicht, es ist ein deutsches Wort, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, aber ich glaub, Lark. Geo. Oh, als ob das Gegenschwebe nicht funktioniert. Ja, stimmt. Voll gut. Okay, easy. Okay. Das, okay. Ich dachte gerade, das kommt weiter durch. Weil so ein ja, habe ich auch gedacht, weil da stand er mir nicht, wer hat die Attacke ab oder so. Es hat ja, voll lang gedauert. Ich dachte so, yo, nein, halt dein Maul. Das ist ja so gut gewesen, aber bitte. Okay, das ist gerade richtig gut, mein Setup, Alter. Gar nicht geil. Jetzt bin ich halt richtig nice unterwegs. Schnell Sonntag. Und stark. Alter, Sonntag. Alter, was wird hier alles aufgesetzt? Und jetzt laggt's wieder, weil es ist Sonne, Nebelfeld, vier fette Pokémon. Alles einfach wird einfach laggen. Alles. Ja, geht tatsächlich sogar noch. Gibt schlimmere Szenarien. Ja, stimmt. Weil ich bin einfach krass. Da geht es noch. Okay, Gen 4, let's go. Wir haben jetzt erstmal eine schöne Spuppe-Attacke raus. Kusa-Spuppe. Ja, siehst du nicht diese kleinen Kugeln? Das sind kleine Geistkugeln. Dafür machen die ziemlich wenig Schaden. Zweimal. Ah, noch schön. Zweimal. Länger. Besser als nichts. So, ist okay. Ist okay, Timo. Da kann ich leben. Weiß impressive, ich könnte dir das auch. Ich könnte dir das sogar auch gezeigt. Lava-Shop. Okay. Lava-Shop. Oh, oh, das hätte getrappt. Ah, Leute. Und vor allem wäre das in der Sonne gewesen. Stimmt. Ja, das ist egal. Das ist extra Schaden. Ja, aber der also hat Schaden. Aber der hatte eh ein Doppelteam drin und Lavasturm hat sowieso schon minus 5 genau. Ich treffe nie Lavasturm, ich miss den immer. Ja, Lavasturm ist schon nice, dass du keine hast. Ja, ist okay. Die paar KP, die nehme ich. Die kann ich nehmen, Leute. Das ist okay. Aber Leute, Gen 4 haut jetzt nochmal eine Heilung raus und tötet dann alles. Das sehe ich. Ich bin eher dafür, dass ich den töte, bevor der jetzt noch irgendwas macht. Nö, nee, finde ich tatsächlich gar nicht mal so gut. Also Gen 4, let's go. Nochmal ein Klammergriff. Ja, perfekt. Mein Geist ist so ein dummer Typus in Metronom. Ja, wirklich, weil das hat einfach zwei. Oh, Wangrubla, bitte triff. Oh, nice. Bitte auf den. Ah, okay, das ist egal. Aber der ist jetzt nicht mehr schnell. Das heißt, wenn ich den nicht töte, ist nicht schlimm. Ja, das ist trotzdem blöd, Alter. Weil der ist halt mega langsam. Einfach mega langsam. Ich meine. Oh, Himmel. Oh, was ist denn hier das mit diesen Kampfattacken, Mann? Und normal. Ich sag's doch, normal und Kampfattacken sind echt schlimm. Blockbefehl. Oh. Also es gibt echt viele. Och nee, das sind doch Verteidigungsboost, oder? Ja, beide Werte. Oh, nee. Das gefällt mir. Giratina denkt sich einfach so, ich bin eine Biene. So und nicht anders ist das. Ich muss das sein. Ah, der ist schon eine geile Biene.
Risikotackle, jawohl. Risikotackle, Leute. Nochmal eine normale Attacke. Gesichte wäre richtig nice. Gesicht wäre richtig stark gerade. Ja. Prisma Laser. Das ist stark, oder? Ich glaube, das macht gar nicht so viel. Aber du musst eine Runde aussetzen, glaube ich. Ja? Ja, musst du, glaube ich. Das war Schaden. Das war Schaden, den nehme ich. Ja, dafür, dass du eine Runde aussetzen musst, nehme ich auch. Body Slam. Ja, kann ich ihn nehmen. Nice, Body Slam. Und die leckere Sache Pulpara. Ist, sweet. Die wollen sich einfach gegenseitig nicht töten. Ne? Das ist einfach so die Sache. Die Giratina-Formen lieben sich einfach. Das dauert halt echt 10 Jahre, ne? Die können sich einfach nichts antun. Deswegen gehen sie einfach mit normalen Kampfattacken. Okay, aber du bist jetzt eine Runde aussetzen und du bist paralysiert. Du bist eine Runde aussetzen und Schaufler. Okay. Das heißt, den kannst du auch schon mal nicht treffen. Das ist auch nice. Okay, wieso kommst du immer solche Attacken, die zwei Runden gehen, wo du dann auf einmal weg bist? Ich bereite jetzt hier noch eine Keilklinge, eine geile. Ja, den Death Drop noch. Alter. Geht es, wenn ich Erdbeam jetzt einsetze? Auf ja. Spiel? Oh, stimmt. Nee, würde nicht gehen, glaube ich. Ich glaube, wenn ich nicht. Also würde er immun dagegen sein. Na cool jetzt. Akupressur. Oh, lol. Aber warte, der setzt Akupressur auf den anderen ein? Hä? Das geht? Und der erhöht seine Verteidigung auf +2. Oh, Leute. Das ist so gut. Ich liebe den Jungen. Der hat jetzt seinen Fluchtwert gesteigert. Verteidigung auf +2. Gen 4 ist voll der Supporter, ne? Der ist Supporter. Aber der wird jetzt gleich getötet. Ja, fast geschönt durch den Schaufler. War auf jeden Fall. Alter, der hat jetzt +2. Okay, das ist schon echt ätzend. Psywelle. Alter, Psywelle. Ah, das kann guten Schaden machen. Komm, komm, komm. Eine gute Roll, Leute. Okay, nice. War nicht viel. Ah, es war gar nicht mehr so gut. Jetzt komm, Spukball. Feenschloss, jawohl. Feenschloss, keine Item müssen wir einsetzen. Nee, nicht mehr fliehen, ne? Ich sag immer, keine Items einsetzen. Immer. Ich sag immer, dass man keine Items einsetzen kann, aber man kann nicht fliehen. Ja, aber als ob Akupressur wirklich auf den anderen geht. Feuer Olem. Nein. Ah, Leute, erster Kill für Gen 4. Ja, weil Gen 4 ist auch eine geile Gen, da kann man nichts gegen sagen. Ah, okay, wenn du so meinst, dann sehen wir doch, was du die Namen bringen. Ja, ich meine das so. Okay, eigentlich würde ich gerne den anderen jetzt reinschicken, weil der. Okay, also Edgy so wie. Ich. LOL. XD. Hatte ich also, anfangs überlegt. Aber ich weiß nicht, ich hab doch noch ein Niveau. Na klar. Du ein Niveau, Alter. Du ein Niveau. Du ein Niveau, Alter. Whirlpool. Oh, bitte auf den links. Ah, sick. Okay, nice. Oh nein. Kontinuierlichen Schaden auf den ist gerade richtig gut. Ja, das ist halt echt hilfreich. Aber ja. Gen 4, der steht auch da. Das ist ja so ein Turm. Der fällt nicht so schnell. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir den doch mal mit dem Nassmacher an. Ja, den machen wir erstmal nass, ne? Ich werde dich ordentlich nass machen in dem Battle Present. Alter, das ist ein bisschen unhygienisch, um ehrlich zu sein. Ach, Timo, jetzt kannst du nicht sagen, dass du deswegen leise bist. Das ist doch nicht mal lustig. Ist auch nicht lustig. Ja, aber wieso bist du aber leise? Das ist doch richtig unnötig. Weil ich weiß, dass du nicht darüber auf. Ja, natürlich. Wenn derjenige, mit dem du... Oh, also, lol. Das ist richtig nice. Wenn derjenige, mit dem du kommentierst, auf einmal still ist, das ist schon ein bisschen doof. Ich weiß. Ich weiß. Mann, das ist jetzt irgendwie gar nicht so geil. Das ist tatsächlich schon ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Also, den Sack nehme ich. Also, Gen 4, more like Gen 3 ist, hä? Oh Mann, die Namen sind, glaube ich, vertauscht, oder? Moment. Gen 4, more like Gen... ist alles okay. Ich hab das richtig gewonnen. Ich sag Gott, das wäre das falsche Mann. Alles gut. Okay. Was ich dazu aber in den Raum werfen möchte, ist, dass ich nur noch 5 Metronome habe. Auf dem Giratina. Hä, aber das heißt, dass ich keine Zwinger habe? Ja, du hast keine Zwinger. Spaßkanone, jawohl. Oh, das bringt schon richtig Spaß. Ja, die finde ich nicht schlecht. Ja, kann ich verstehen. Alter, Angriffsding. Du musst ja echt mit dem XD abgewöhnen. Das ist voll schlimm. Richtig schlimm. Oh, das geht aber nicht. Ah, nein, das war die Spezialverteidigung auf -2. Das ist gut. Wobei du sowieso bald stirbst, einfach durch Verzweifler. Wobei, ist Verzweifler nicht vom... Ja, aber es trifft Geist-Pokémon. Okay, dann ist ja alles safe. Ja, die guten Geist-Attacken. Gegenstoß. Oh, Leute. Ist Gegenstoß nicht sogar stärker, wenn er als letztes sagt? Okay, das ja, war kein Schaden. Wenn er schon Schaden genommen hat, aber hat er ja nicht. Ah, aber es war einfach nichts. Die Giratina ist viel zu bald. Oh, Erholung. Och, ja, wobei. Scheißegal. Wobei, nee, dann bin ich nicht so schnell im Verzweifel. Alter, das wird einfach so ein langes Metronom-Battle. Stell dir vor, wir hätten 6 Giratina. Wir hätten einfach jeder 2 mitnehmen sollen. Das hätte schon, glaube ich, gereicht. Ja, ist echt so. Die 10 Minuten hätten wir schon längst rein. Ja, genau.
Minuten oder 10 Minuten, Mann. Also, wenn ich das auf die 10 Minuten bekommen möchte, dann bekomme ich es auch auf die 10 Aber Minuten. Aber hast du gesehen, ich hab's auf die 10 Minuten. Ich weiß, du bist so ein Dummkopf, Alter. Lizard, oh nein! Lizard. Also, bitte trifft den anderen Mix. Oh, nice, okay. Alter, oh. Das ist ja so sick gewesen. Yo. Okay, Freeze. Gar keinen Schaden. Gar nichts, Freeze. Ja, aber der ist auch. Nee, der hat Verteidigung plus 2. Ah, der war mal. Ah ja, wegen der Abgangstirade. Oh, Zugabe. Stimmt. Alter, Zugabe in den Metronomen, Leute. Das ist eine richtig gute Taktik, Alter. Gen 3 ist, da sehe ich dich. Klammer. Ach, Mann, wieso schon wieder? Was ist hier los? So ja, 1000. Okay. Komm nicht. Man müsste eigentlich mal die normalen Kampfattacken zählen, ne? Das wären bestimmt 3000. Ja, Leute, 10 Match schreibt's in den Vielleicht noch 2999. Können wir bestimmt klappen. Morlike stirbt halt demnächst durch den Whirlpool, aber der hat halt eigentlich auch gar nicht mehr so viel AP. Das heißt, ich weiß nicht, wie mir das gefällt. Ich glaube, der sollte jetzt einfach sterben. Ein paar AP hat er. Schnabel, jawohl. Schnabel? Das killt. Nee, das geht nicht. Natürlich geht es nicht. Der wäre auch ohne Crit. Ja, ich würde sagen. Ich hab noch einen Crit in der. Was hätte auch den Link nicht gekillt, meine ich? Nee, gegen... selbst dann nicht. Flora den Rech, meine ich. Oh, ich dachte, das wäre gerade Flora-Kur, dass du mich wieder hochreißt. Alter, stimmt. Das ist. Hatten wir auch echt lange nicht mehr in dem Mikro. Ach, schon wieder eine normale Attacke. Was ist denn los, Mann? Wieso bist du so bad, Warlike? Ja, bash. Warlike, bad. Richtig bad, der Junge, Alter. Wenn einfach jetzt. 3 Giratina mitnehmen sollen. Ja. Aber Alter, Morlike haut jetzt nochmal. Sachs Explosion ist halt auch bad. Kann man auch nicht sagen. Keine Ahnung, was keiner Gutes einsetzen. Memento Mori. Oh, jawohl, geiler Platscher, gönn dir den. Platscher, Leute. Mann, die sind aber auch echt scheiße. Ja, die sind einfach richtig schlecht trainiert. Die müssen nochmal ins Metronom bei El Dojo. Ist echt so. Begrenzer. Nein. Warte, wer kann es jetzt nicht alles einsetzen? Ich glaube, alle. Alle außer ich, ne? Ja. Ah, nice. Umwandlung. Moment, das wird jetzt vom. Ja, ist ja egal. Der stimmt ja sowieso. Ich glaube, ich habe es verloren. Hä? Auch der danach kann nichts mehr einsetzen? Ich glaube, ja. Geht aber Brenzer nicht irgendwann vorbei? Das weiß ich nicht. Aber ich habe gerade einen Kill gemacht. Mit einem Whirlpool vorher. Also, das weiß ich tatsächlich nicht. Wir werden es sehen. Ich weiß nicht. Das werden wir auf jeden Fall sehen. Aber mir fällt gerade auf, ich habe jetzt schon einen Kill. Und der ist halt auch fast tot. Stimmt eigentlich. Ich bin gar nicht so. Oh, der stirbt sogar nicht. Du hast da noch 2 Pokémon. Und ich habe noch alle 4. Du kannst ihn auch mit Verzweifler töten. Oder? Nee, ich habe noch 3. Du hast noch 3. Eins habe ich schon getötet. Aber ich bin dir einfach ein komplettes Pokémon voraus. Ja, das ist die Sache. Ah, okay. Also, Gen 4, Warlike, Gen 3 ist. Auch hier jetzt nochmal Stachlerschaden. Ist halt gar nicht so kacke. Ich weiß jetzt nicht, wie. Das jetzt wird. Und du kannst ja auch immer noch so Sachen wie Memento Mori oder so bekommen. Das könnte echt noch spannend werden gerade. Das könnte halt echt spannend werden. Okay, Gen 3, aber jetzt musst du erstmal eine Das war nice. Weil. Hey, du hattest die Scheiße gehabt! So, leise, du hast so ein offenbar. Das war 13 KP vielleicht. 3, 0,2. Okay, verzweifle. Wie viel macht das, Alter? Das war gar kein. Nichts, das macht dir viel mehr Schaden, Alter. Das ist richtig nice. Ich muss hoffen, dass du dich irgendwie selber tötest oder mich hochheilst. Schlagbohrer, alles klar, perfekt. Lauter gegen Schwebe ist das richtig. Alter, die Sache ist, der hat halt 3 Unitäten. Natürlich ist Giratina halt doof. Wie lange hält Begrenzer? Das ich weiß es halt nicht. 5 Runden. Ah, das vielleicht? Hat so wenig Schaden gemacht, weil er eine Spaßkanone drin hat. Okay, weil das war jetzt schon mal ein bisschen mehr Schaden von dem einen. Na, das war auf jeden Fall ein bisschen Schaden. Und die Frage ist, hält Begrenzer auch noch gegen den letzten? Das frage ich mich halt auch gerade. Ich glaube, Begrenzer muss auch irgendwann. Aber Verzweifler kann auch critten. Das ist gar nicht mal so gut. Das ist so traurig, dass ich gerade auf hoffe. Oh, wow. Verhöhne was? Wow. Das ist super unnötig. Das heißt, wenn der Begrenzer gleich aufhört, kann er trotzdem nicht angreifen. Ja. Wobei, Verhöhner hört ja auch gleich auf. Also nur 4 Runden braucht er. Ja, stimmt schon. Ha. Oh, stimmt er nicht bis dahin? Ich weiß nicht. Das war der andere. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wäre wahrscheinlich schon. Wagemut. Wagemut? Moment. Oh, der hätte sich selbst getötet. Ja, das wäre so der hätte sich selbst getötet. Das ist halt deine einzige Hoffnung gerade. Ja. Memento Mori oder Heilopfer oder so. Giratina ist so ein dummes Mon. Das ist einfach 3 Immunitäten. Das wird einfach von nichts getroffen. Ich von nichts, sage ich. Ja, aber trotzdem ist er doof. Das ist auch immer doof, dass die Heilung, ja, okay, ist egal, dass sie immer auf den anderen gehen. So, entscheidet euch mal, auf wen ihr geht. Okay, ja, perfekt. Ja. Ah, ja, mir fällt es gerade überhaupt nicht. Der macht viel zu viel Schaden. Du hast halt noch einen in der Bag. Ja, aber trotzdem. Ich
verliere gerade übel mein Lied, so. Ja, weil es wird entspannt bis zum Ende. Nein, du kriegst halt einfach gar keine Attacke mehr. Ja, einfach nicht. Weißt du, du musst einfach darauf hoffen, dass ich mich selber töte und ich muss einfach darauf hoffen, dass ich dich töte. Mann, ich chill einfach, alle ihr Leben, Mann. Oh, das war ein Crit, ja, genau das will ich hier sehen. Okay, das ist gerade echt dumm. Jetzt ist halt die Frage, ob der auch begrenzt wird. Da ist die Frage, ja. Okay, Edgy, oh, warte, ich keine Ahnung, was da noch alles stand. Was stand da? Edgy so wie? Edgy so Kaskade. Wie? Ach ja, stimmt. Kaskade, noch ein Flinch. Wobei, es wäre sogar gut für dich, ne? Ja, ich glaube, es wäre gut für mich gewesen. Die Frage ist, aber ich glaube, ich tank noch einen. Oh, noch ein Crit, nice. Ach, Mann. Ah, nein, tue ich nicht. Die Frage ist jetzt wirklich, ob der begrenzt ist oder nicht. Oh wow, das ist halt die Frage. Bitte töte dich selber, bitte. Bitte. Nein, bitte nicht, Alter. Nein! Es geht nicht! Ja, ich hab den Pokémon nicht mehr zu Mori bekommen, wenn ich keinen Pokémon mehr draußen habe! Erzähl mir nicht! Erzähl mir nicht! Das kannst du nicht erzählen, dass es so funktioniert. Und oder? Ich kann kein Metronom einsetzen. Hä, aber wieso ging das nicht? Ging es, weil ich. Weil du kein Pokémon. Du konntest auf keinen Pokémon Memento Mori einsetzen. Da war kein Pokémon da, und dessen Statuswerte du. Das ist so krass, Mann. Das ist so dumm. Das ist so gut, Alter. Der bekommt Memento Mori, ne? Das ist. Aber so edgy wie Minecraft Spider-Man. Das ist so dumm. Aber Leute, für die Wissenschaft wissen wir jetzt, wie das funktioniert mit Memento Mori. Ja, komm mal, die Presse. Jetzt noch Memento Mori, bitte. Aufbereitung. Was macht der? Memento Mori, bitte. Der holt sich seinen Wahlschall wieder zurück. Alter, dein Maul. Das ist richtig nice. Da sehe ich mich, Leute. Vor allem jetzt kann ich nicht nochmal. Aber die Sache ist, du könntest mich noch killen, ne? Du könntest beide noch killen. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Das wird, glaube ich, knapp. Vor allem mit Crits. Alter, das ist schon so viele Crits mit Verzweifler bekommen. Hypnose. Oh, nee. Das ist doof. Jetzt kommt es alles drauf an, ne? Wie viel Schaden. Ah. Das macht gar nicht so viel Schaden. Nee, das reicht nicht. Als ob du das komplette Spiel überhält. Ja, schon nice. Eine Trugträne. Oh, erstmal eine Runde heulen, ne? Timo ist jetzt schon. Sehr weinerlich, ich merke. Das kannst du mir nicht erzählen, dass du wirklich. Wäre der Memento Mori auf eine Pokémon gegangen, hätte ich wahrscheinlich gewonnen. Das wäre wahrscheinlich echt der Fall gewesen. Das ist so dumm. Es ist so krass, dass dann wirklich Memento Mori kommt in der Runde. Oh. Ach nee. Als ob es dann. Warte, das war die Drachenattacke, ne? Das war eine Drachenattacke, richtig. Das hätte ich gekillt, glaube ich. Psychoshock. Psychoshock, ja, okay, das würde mir noch Schaden machen. Das heißt, du wirst kein weiteres Verzweifeln mehr ausbekommen, oder? Ah, doch. Ja, doch. Das ist so dumm, dass Begrenzer komplett. Hält, dass es gar nicht aufhört, ja. Ich kann nur noch gewinnen, wenn du jetzt mit beiden Memento Mori bekommst. Ja, aber es bringt ja nichts. Doch? Nee. Memento Mori bringt doch nichts. Hä? Natürlich. Alter, noch eine Eifelbeere, ist richtig nice. Nein, ich glaube, Memento Mori funktioniert. Nein, du kannst nicht, Memento Mori nur auf einem Pokémon einsetzen. Hä, ich dachte, weil, wenn man kein Pokémon in the Bag hat. Nein, doch, kann, dann funktioniert es. Ah, okay, krass. Warte, bin ich jetzt stärker? Ja, nee, ich glaube, nee, jetzt bin ich noch schwächer. Ah, so eine Scheiße hier! Alter, Minecraft verzweifelt richtig, Leute. Wow, das ist meine Einstellung. Alter, noch ein Crit. Und dann. Und dann. Alles vorbei. Easy gewonnen, Mann! Ja, ist impressive, ich gönn dir das da. Das ist okay. Danke, Mann. Support is appreciated. Du Arschloch.